Auf den ersten Blick weiß man nicht so recht. Ist es ein Flugzeug oder ist es ein Schiff? Und das zu Recht. Das Ding hat von beidem etwas. Sogar sein Erfinder und Konstrukteur, der Darmstädter Ingenieur Günther Jörg, spricht von einem Zwitter. Seit 20 Jahren arbeitet er an der Idee, die Eigenschaften eines Wasser- und eines Luftfahrzeuges zu kombinieren. Vorläufig letztes Ergebnis ist die Jörg 4, ein sogenanntes Bodeneffektfahrzeug oder Airfoil, das von einem herkömmlichen Sechszylinder-Automotor über eine Luftschraube angetrieben wird. Gebaut wurde die Jörg 4 von einer Bootswerft auf Norderney. Und hier im Wattenmeer macht ihr Konstrukteur die ersten Testfahrten. Das Prinzip des Airfoil. Bei etwa 70 Stundenkilometern hebt das Fahrzeug ab und erreicht ohne die hemmende Wasserreibung Geschwindigkeiten, wie man sie sonst nur bei Rennbooten kennt. 150 Stundenkilometer und das bei einem Verbrauch von nur 16 Litern Super auf 100 Kilometer. Das Boot wird zum Fluggerät. Ein Höhenruder gibt es nicht. Fazit: Komfort wie in einem Flugzeug, verbunden mit einer beachtlichen Reisegeschwindigkeit und extrem niedrigen Spritverbrauch. Das hört sich gut an. Für Günther Jörg jedenfalls, den stolzen Konstrukteur, ist dies ohne Zweifel das Wasserfahrzeug der Zukunft. Immerhin sind zwei seiner Boote seit einiger Zeit im Einsatz. Eins fliegt über einem südafrikanischen See, das andere im Mittelmeer. Der Test hier im Wattenmeer ist beendet und Jörg, voller Ideen, zieht es zurück ans Zeichenbrett.